Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play The Angry Video Game Nerd 2 As Simulation. Und es geht weiter mit dem Level Area 52 oder mit der Welt Area 52 Level 3 YYYYYY. Und ich hoffe, es ist keine Anspülung auf wie. Aber ich denke irgendwie schon. Ja, gucken wir mal rein. Schwarzer Bildschirm, so wie immer. Tatsächlich! Wow, what the fuck? The character flips every time I jump. What is this bullshit? Ah, wirklich, wie bei wie. Ah, I'm gonna be sick. What were they thinking? Boah, das ist so mega schwierig. Ah, gut, schaffe ich irgendwie. Ja, yeah, gelacht. Muss ein bisschen krasser umdenken. Okay, da ist das N. Geht es auch wie im Spielen in der Luft springen? Ne, geht nicht, schade. So, N. Das war's knapp. Geht's hier weiter? Jupp. Da geht ja nicht einigermaßen. Gar nicht mehr so schwer, wie ich gedacht habe, aber ich denke, das kommt noch. Noch ist es ziemlich chillig, aber später. Okay, die Gegner auch auf dem Kopf. Das hört schon ein bisschen seltsam an. Ah, zu knapp. Das war zu knapp. Wo bin ich? Da bin ich. So. Boah, das ist so mega blöd. Das ewige Umdenken. Erstmal denken, dann ein bisschen umdenken. Das Denken ist schon schwierig genug, mir kann man auch umdenken. Na, wird schon nämlich schief gehen. Die Musik ist auch ein bisschen so ähnlich wie hier im dem Spiel. So ein bisschen Synthesizer-mäßig. Echt cool. Gefällt mir. Bei jedem Sprung endet die Gravitation. Geht dann nach links? Moment. Ich glaube, da kann ich nicht. Ne. Ich denke, wo komme ich jetzt raus? Dachte ich mir schon fast. Da müsste ich jetzt bei den Todesblöcken rauskommen. Jupp. War nicht mehr so schwierig, das Rätsel. Okay, da können wir ein bisschen reinschießen, dann gucken, okay, wo kommen die Kugeln raus. Ja, ein bisschen klüger. Oh. Mano! Aber ich glaube zumindest. Mehr wollte ich ja nicht. Nein, ich muss wieder umdrehen. So rum. Nein. Bisschen mehr Zeit lassen. Aber nur ein bisschen. So. Das habe ich schon. Oh. Komme ich da raus? Beim unteren.
Aber wie komme ich jetzt da ganz drüben raus? Hä? Bringt das nichts? Okay, keine Ahnung, aber geschafft. Was für dumme Rätsel. Das ist R. Das schaffe ich doch. Oh. Diese blöden Leistungsfehler bei sowas. Spring doch nochmal. Oder geht das nicht von der Schnelligkeit her? Ja, von der Zeit her? Oder einfach so schräg schießen? Geht mal schnell auf, wenn ich nah genug dran stehe. Geschafft? Na, ah, geschafft. Oh, ho, 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 ho. Komm ich denn da raus? Okay. Da habe ich doch nichts dagegen. Machen. Boah, ist das nervig. Aber es geht einigermaßen. Oh Gott. Aber wieder von da. Mano. Gut, geht ja einigermaßen. Aber es dauert so ultra lange. Das war jetzt knapp. Oh Gott, oh Gott. Ah, oh, das ist knapp. Boah, verdammt. Aber ich komme es bald. Und schon wieder von da. Eigentlich ist relativ chillig das Level. Ah, das war zu früh. Moment, das schaffe ich aber noch in diesem Continue. In diesem Lebensstand, wie man das nennt. In diesem Run. Dauert ein bisschen, aber es macht ja nichts. Da kommt schon der Bossgegner, oder? Sind wir schon so weit? Das ist mega knapp ist. Das habe ich schon. Hat geklappt. Oh, ho, 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 ho. Ja, nicht so schnell, ein bisschen langsam. Einfach ein bisschen chillen.
Ah, ruhig. Ruhig reiten, Cowboy. Ganz ruhig. Keine Hetzdich. Nicht mal die Zeit. Da es ja keinen Countdown gibt, was auch ein bisschen komisch ist. Na egal. Das sieht immer so ultra knapp aus. Ah, so geht das, okay. Und dann runter und zerstört. Jetzt eben watch the movie. Welchen Film redet ihr da und? Keine Ahnung. Aber die Stage ist destroyed. 7 Minuten, einigermaßen gute Zeit. Und dann kommen wir zum Boss. Onwards and backwards. Rückwärts. Oh, was ist das für ein Boss? Hört sich nicht gut an. Dark Onward. You are trespassing in a top secret facility. I get you, you fucking nerd. Den kenne ich doch irgendwo her. He's too fast for me. Launch the missiles. Make butter. Missiles looks like dicks. Der kommt mir irgendwie extrem bekannt vor. Und ich bin tot. Ah, mein fucking Arm. Das war aber nichts von Dr. Wu, oder? Oder kann es sein? Aber wir irgendwie nicht so ganz. Könnte aber klappen irgendwann. Mit genug Leben. Ich habe noch genug. Irgendwie so läuft es gar nicht so schlecht. Aber trotzdem noch schlecht genug. Moment, wenn ich es vielleicht. Aber auch nicht gerade so mega viel. Ne. Na, außer fucking Arm. I am this country's protection from terrorists. Not like you. I am also. A fucking scorpion. What? No. So fucking didn't remember that from the movie? Welchen Film redet der damals? Das müsste ich mal nachforschen. Ah, oh, ist das. Moment, er zerstört sich ja selbst, oder? Sehe ich das richtig? Kann ich ja einfach nur ausweichen und dann. Ja, gar nicht gedacht. Aber trotzdem bis dahin komme ich schon wieder ein weiter Weg. Aber ich habe noch genug gegeben.
Die ist zu fast für mich. Ganz am echten bisschen krass bekannt vor. Dieser Typ bei den halben Roboter. Und das war jetzt relativ gut. Ah, das war schlecht. Das war really, 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 really bad. Vor allem der Sprung hier. Ah, okay. Ich check schon langsam. Er zerstört sich selbst mit den Raketen. Jo, eindeutig. Wir müssen irgendwie klappen. Ich muss nur relativ nah dran stehen, dann geht das schon irgendwie, aber mal gucken, wie gut es geht. Das war jetzt wieder mal ultra schlecht. Oh. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber kein Problem. Ich zerstöre mich jetzt selbst. Ich stehe echt ein bisschen blöd an dabei. So, nochmal von vorne das Ganze. Erstmal rein in das Loch, wenn ich mich bewegen kann. Oh. Ich habe mich doch immer zu blöd an. Dabei geht es schon einigermaßen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss immer die Raketen dann zu seinem Rücken kommen, aber wie? Das muss ich echt merken, wo geht's beim Linken rein, wo geht's beim Rechten rein. Auch so eine Sache. Da muss ich jetzt relativ nah nach rechts bringen. Dann komme ich hier raus. Oh Mann, ist das ein blöder Gegner. Ich bin zu blöd, dass der zum Ausweichen.
Von einem Tier, das bringt ja viel. Das war jetzt geil. Super geil. Das war schön. Das war jetzt mega dumm. Weil ich immer noch auf seinen Kopf lande. Immer so eine perfekte Punktlandung. So wie ich das wollen würde. Oh. Verdammte, verdammte, verdammte. Okay, einmal noch. Ich gebe mich doch nicht geschlagen. Von wer auch immer das ist. You're trespassing in a top secret facility. I get you, you fucking nerd. He's too fast for me. Launch the missiles, MacButter. Ah, das langsam habe ich es aber fast raus. Na, zumindest fast. Passt. Und du noch. Und diese blöden Raketen. Ich bin dafür auch noch zu blöd. So, das war jetzt schön. Heute so groß ist es ein bisschen schwieriger, dazu ausweichen. Wohl da geht's einigermaßen. Aha. Ein paar Mal gab es so gut, ein paar Mal gab es so kacke. Wollt ihr jetzt noch ein Glück haben? Oh, da sind die Strahlen ja auch noch da. Mann, oh. Das ist everywhere. Das kann ich wieder vergessen. Schätze ich mal. Oder? Ah.
Ah, das ist doch mit den blöden Raketen. Und wieder so weit. Aha, aha. Oh, das ist natürlich richtig, 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 richtig dumm. Wie klappt denn der? Kein Plan. Wie kriege ich die Raketen, dass die alle ziehen fliegen? Ja, der muss nur die auf meine Seite ausweichen und dann die anderen schon automatisch. Vor allem, wenn es so viele sind. Ah, ist das nervig. Diese dummen, nervigen Raketen. Okay, okay. Andere Vorgehensweise? Ja, auch super klappt. Ah, ich dreh mal durch. Okay, so. Neuer guter Versuch hoffentlich. Keine andere Strategie nicht, aber ich versuch's mal ganz billig. Klappt ja auch super. Einfach so gar nicht. Oh, wie geht denn das? Oh, ich habe keinen Bock mehr.
Oh, instant death. Death? Ich war schon ein bisschen näher dran. Das hilft ja auch nichts. Bisschen näher. Wir kriegen ein Kind. Ohne Witz. Ich glaube, das fühlt sich fast genauso an. Aha, jetzt check ich langsam. Du musst Raketen sein, in deiner Nähe zu stören, dann kriegt er dafür Schaden. Aha. Hilft mir das viel? Kein Plan. Ja. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen besseren Plan, wie das geht, aber das hilft mir auch nicht gerade so viel mehr. Vor allem, wenn es nichts richtig bringt. Ach, wenn ich, vor allem ich immer drauf gehe. Bam, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, einmal noch und dann lasse ich es endgültig. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Bla bla bla. Juckt mich nicht zur Bohne. Ein bisschen Schaden hier, das ist sehr schön. Nochmal Schaden. Aber irgendwie so ähnlich muss er ja gehen. Irgendwie muss er ja down gehen. Weil mir immer so wenig Energie. Das kann auch hinten vorher nicht klappen. Bla bla, oh nein, ein Skorpion, jetzt habe ich aber Schiss. Boah, das wird's mega gut. Es wird schon immer ein bisschen knapper, knapper, knapper. Trotzdem noch nicht knapp genug für meinen Geschmack. Warum kommen sie von beiden Seiten? Ich habe ein relativ gutes Gefühl jetzt. Ah, tief durchatmen.
Diesmal liegt er. Hoffe zumindest. Oder auch nicht. Ich kann auch selbst so schlecht ausweichen, das ist mega nervig. Der braucht die Portale nicht zu viel. So. Blablabla, bla, bla. Juckt doch keine alte Sau. Und da war schon wieder mal die Festplatte voll. Ach, ich liebe es. Also, auf ein neues. You are trespassing in top secret facility. I'll get you, you fucking nerd. Und ich habe übrigens ein bisschen herausgefunden, wer dieser Typ ist, dieser Dark Onward. Das ist nämlich der Antagonist. Moment. Das wird doch ein bisschen zu laut. So, continue. Schon ein bisschen besser. Das ist nämlich der Antagonist bzw. der Bösewicht aus den Angry Video Game Nerd Filmen. Den gibt es ja auch. Den habe ich mir auch schon geholt und blöd gesagt ein paar Mal versucht, ihn anzugucken. Denn ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Steam einen Film geguckt habt oder gekauft habt. Aber das ist irgendwie. Bin ich halt so blöd dafür. Wenn man dann einen Film kauft, dann kriegt man dann nicht direkt den Film als Download, sondern nur als eine Art Streamlink. Und immer wenn man den Film gucken möchte, muss man ihn so gesehen streamen. Und da ich ja die beste Internetleitung ever habe, ist das bei mir ziemlich kacke. Auch irgendwie sehr komisch, wie ich finde, aber naja. Ah, oh, das ist nervig. Und ja, wer es ganz genau ist, also vom Film her kann ich jetzt nichts sagen, denn so weit bin ich noch nie so richtig gekommen. Immer nur so eine halbe Stunde und hatte ich immer wieder keinen Bock mehr so richtig. Nicht weil der Film irgendwie schlecht ist oder so, sondern einfach weil ich da nicht mehr so die Böcke hatte, dort oben zu streamen wie in Eimer. Hä, wie in Eimer? Können einmal streamen? Keine Ahnung. Aber ich kann mir irgendwie schon denken, dass das so ein US-Fuzzi ist, ein Militär-Fuzzi, der es nicht ganz sieht, dass der Nerd da im Militärstützpunkt da rumrennt und da Schabernack macht, betreibt. Ah, ich bin einfach zu. Ich habe es nicht mehr zu seiner Form. Das gibt's ja nicht. Na, das kriegen wir schon hin. Wer doch gelacht. Ein bisschen krass die Übung. Nicht nur ein bisschen leicht, sondern ziemlich krass. So. So weit, so gut. This counter protection from terrorist nerds like you. I'm also a motherfucking Skorpion. No, the fucking didn't remember that from the movie. Wenn ich nicht mal so weit geguckt habe. Ha? Also es geht schon wieder in die richtige Richtung. Hier ist nur die Frage, wie. Lange das noch gut wird. Dieses ewige Raketen ausgeweiche da. Da kann man durchdrehen. Da-dam, starten. Oh, das war jetzt. Ah, verdammt, Drecksrakete. So. Wir müssen weiter weg von ihm.
Da steht schon mal relativ gut, dass ich da gut ausweichen kann. Sagt ja und lässt sich zweimal und sogar dreimal treffen. Wunderbar. Ich muss dich wieder stillen. Das wird wieder wahnsinnig genial. Oder gab es nicht sogar? Super. Freiwillig für alle. Das ist ja ein Wahnsinn. Komm schon, bring mich um. Wahrscheinlich hat er auch im Vietnamkrieg seine Beine verloren. Könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Ich dachte mir schon fast, das könnte eventuell so eine Art. Das war jetzt geil. So eine Art Dr. Wu-Anspielung sein, denn ich glaube, dass er auch ein ziemlich großer Dr. Wu-Fan ist. Und er sieht doch ein bisschen so aus wie ein. Ah, wer ist denn die Dinger? Die Daleks, die sehen auch so ähnlich aus. Aber das ist jetzt gut. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist very good. Ah, verdammt. Wenn ich denke, ich hab's, habe ich's komischerweise nicht. Wahrscheinlich war das der längste Part ever bisher. Aber wie ihr mich kennt, ich schneide da nichts raus, auch wenn es manchmal ein bisschen klüger wäre, aber ne, so einer bin ich nicht. Wenn ich so 3 Stunden mich rumärgere, dann müsst ihr es auch. So. I'm this country's protection from a terrorist not like you. Die Angreifen sind relativ. Kann man vergessen eigentlich, aber. Aber das war jetzt genial. Nein! Ich frage mich auch schon, was passieren würde, wenn er draufgehen würde, während ich sterbe. Ich glaube, das bringt irgendwie nicht zu viel. Bah! Ich drehe noch durch. Ich habe auch keinen Power-Button oder sowas ähnliches. Oder ein Turbo-Pad. Was ich übrigens auch hier im Spiel gibt, als Item. Und ich habe mich auch schon gefragt, da ich das Spiel schon, ich sag mal so, gut zur Hälfte schon durch habe. Und ich bis nur einen Ausrüstungsgegenstand gefunden habe. Wie viel habe ich da übersehen? Aber ja, vielleicht ist der ganze Rest auch alles in einer Welt versteckt. In der finalen letzten Welt. Könnte auch sein, keine Ahnung. Ah, oh. Kein Plan. Auch eine Rüste versorgen. Nämlich den Typ hier downmaken. Das war ich schon wieder vergessen. Er ist zu schnell für mich. Wahnsinn. Na, also fucking arm. Huch, was war das? Oh, mega nervig. Wenn ich jetzt hier reinschießen würde, ich bringe also nix. Habe ich vorhin ja auch schon ein paar Mal versucht. Ah, das ist ja Wahnsinn. Und nochmal. Da gehe ich am besten gleich wieder in mein kleines Portal, da bin ich relativ sicher.
schätze ich mal. Und natürlich nicht. Da bin ich am unsichersten überhaupt. Also wir werden gucken, dass er relativ mit irgendeiner Seite down geht, wenn ich das irgendwie beeinflussen kann. Was ich wahrscheinlich nicht kann. Kann ihn nicht mehr sehen. Komm ein bisschen näher. Ah, das bringt ja auch so nix. Es gibt auch irgendeine richtige Strategie, denke ich mir. Gut, selbst wenn, dann will ich wahrscheinlich gar nicht nachgucken oder so, dann den kriege ich schon irgendwie down. Ja, sie wird die komische Hitzekatze da. In dieser japanischen Welt habe ich auch irgendwie down gekriegt. Nach 30 Stunden. Und den alten Zwerg kriege ich schon dreimal in die Knie. Na gut, hat er keine. Oh. Gib mir doch mal wieder ein Bier. Das ist so geil. Aber nee, das sei mir nicht vergönnt. Warum auch? Eigentlich ist das Schießen total sinnlos. Aber naja. Gut, dann wieder mal diese Phase. Da stehe ich mich am besten oder stelle mich am besten irgendwo hin. Ah, oh, das war ja mega genial. Also nochmal continue. Und noch mal mit 20 Leben. Es ist wunderschön. Also mega nervig. Und der muss ja irgendwie ein bisschen. Ich versuch's mal so. Hier bringt auch so gut wie nix. Ah! Einfach nur Trial and Error. Gut, mehr Error als Trial. Aber. Eines Tages liegt er. Will ich zumindest hoffen. Für meinen Geisteszustand. Ah, verdammt. Ich weiß nicht, ob es auch immer klug ist, bei sowas ein paar Tage Pause zu machen oder ein, zwei Tage. Oder einfach nur drin zu sitzen oder so lange zu machen, bis es klappt. Und das jetzt. Egal. Noch einmal und dann bin ich tot. Woo! Hier mal ein schönes Bier. Das gefällt mir. Und ist relativ weit rechts, was auch ziemlich gut ist. Für den Fall, dass die Raketen dann von links kommen, würden sie ihn direkt penetraten. Natürlich kommen sie von der anderen Seite. Aber ich tausche schon ganz kurz, das sieht gut aus. Aber natürlich nicht. Wahnsinn! Ich drehe nochmal durch.
So. Schönes Fass. Blub, blub, blub. Wenn ich hier stehe, kriegt er ein bisschen Schaden vom Strahl. Wahrscheinlich nicht. Wäre auch noch schöner. Verdammt mich doch. Beziehungsweise verdammt ihn. Gott verdammt ihn. Und das Schlimme ist, ich glaube, dass es noch viel schlimmere Bosse gibt. Das ist nur der mechanische Reiter der Apokalypse. Ah, ein Bier, sehr schön. Ein Bier, das gefällt mir. Ich glaube, da gibt es echt keine richtige Strategie. Ich muss einfach nur Glück bei den Raketen haben. Kann ich nicht irgendwie ausweichen, oder? Also nicht so richtig irgendwie. Weil wenn man etwas ungünstig rumsteht, so wie ich meistens. Boah, ich kann echt nicht mehr sehen. Da drehst du ja durch. Auch eine Meisterleistung von mir. So, jetzt? Nein! Und ich muss einfach hinschauen und da ein bisschen einen schönen Rundumschuss versuchen. Gutes geht zumindest. So, das ist schon mal sehr schön. Es kommt zum Bier nicht mehr. Verdammt. Das schöne Bier. Jetzt könnte ich eventuell nicht mit dem entferntesten Glück haben. Nein. Ich glaube, dass irgendwie One-Hit-KO, so wie es aussieht, bei meinem Glück. Was mache ich denn da? Langsam glaube ich echt, dass die komischen Portale nicht helfen, sondern eher ganz etwas erschweren für mich. Glaube ich zumindest relativ stark. Ich kann mich nicht hinstellen und da einfach nur rumschießen, dann kann ich mich nicht bewegen. Was auch mega nervig ist. Ich will schon wieder so einen Kampf am Arm. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab noch längst, kleiner Nerd. Flieg nicht zu weit, mein kleiner Nerd. Mittlerweile kann ich das schon relativ fast ganz gut. Perfekt, ich stehe vorm Bier. Der verwandelt sich. Ich glaube, das fast noch. Das sind gute Aussichten. So. Jetzt wäre es halt draufgegangen. Hey, du hast ein Bier erwischt. Aber nein. Ich muss wieder Pech haben. Ich muss ja mal wieder Pech haben. Einfach keinen Sprung mehr hinkriegen. Fuck.
Das kann ich vergessen. Aber wenn man richtig springt, kann man relativ gut den Schüssen ausweichen oder seinen komischen Bällchen da, was er auf dem Schwanz hat. Wenn es relativ gut getimed ist, was es auch meistens wahrscheinlich nicht sein wird. Bei meinem Glück. Weg aus der Seite. Das kriege ich schon hin. Das ist eine ultra lange Folge, sorry. Ich glaube, das ist einigermaßen okay für euch. Hier rein. Nein. Das ist echt so viel schwieriger wie der erste Teil. Aber 100-mal schwieriger. Ah ja, das wollte ich auch irgendwie. Also bloß nicht beschweren. Ach, verdammte Drecksraketen. Na, wenn ich es mit einem Aimlock machen, kann ich mich nicht bewegen. Ich kann einfach nur ausweichen. Das Ganze noch ein bisschen leicht schwieriger macht. Oder ich versuche es einfach mal irgendwie mal so. Okay, jetzt greift eh nicht an. Der wäre auch nicht so schlecht irgendwie. Aber es gibt echt keinen besseren Weg. Liebe wir, jetzt zu mir. So. Dann noch einmal mit Gefühl. Den Gefühl des Zorns. Ne, bringt nichts. Und wieder zwei Leben. Die letzten beiden dieses Versuchs. Und der letzte Versuch. Bier. Boah, das rettende Bier, der rettende Sprung. Also das aussieht, kann ich das wieder vergessen. Jupp. Wenn ich jetzt aber wieder runterspringen, würde ich wahrscheinlich seinen Schwanz treffen. Nicht, gar nicht. Boah, das ist auch so ein mordsdummer Sprung. Verdammte Kacke nochmal.
Und nochmal. Den kriege ich schon down. Oh mein Gott. Nee, du bist nicht Gott. Aber das hier ist Gott. Oh, relativ guter Start diesmal. Beide fucking Arms are down. Wollte gerade sagen, mit keinen Schaden, aber ein bisschen angeschlagen, aber es geht ja noch. So, durchschnaufen. So. Wie in Atmung und los geht's. Ah, verdammte Scheiße! Sorry, ich bin ein bisschen Rage-Modus. Wenn noch ein kleiner Treffer fehlen würde. Bisschen warten, dann hier rein. Hoffen, dass viele Raketen von links kommen. Ja. Ein Bier, ja. Komm schon. Ja. Right in your face, fucking face, jawoll. Ganz ruhig. War das wieder knapp. Aber endlich habe ich es geschafft. Das vierte des Sex Force. Oh mein Gott. Endlich ist der Part zu Ende. Genau. Nummer 4. Und das war das Ende von Area 52. War doch gar nicht mal so schwer. Beendet der Bossgegner. Aber gut. Ich hoffe mal, ihr habt einigermaßen gut durchgehalten. Denn wenn ihr das hört, habt ihr es ja irgendwie geschafft. Genauso wie ich. So. Gut, das war's noch mit diesem Part. Im nächsten Part gehen wir dann. Das haben wir hier. In die. Ah, da haben wir noch zwei, okay. Ich dachte schon in die letzte Welt, aber nee, wir haben noch zwei Welten vor uns. Und ich habe irgendwie Bock im nächsten Part auf Ene Mene Miste. Es rappelt in der Kiste. Ene Mene Mac und du bist weg. Doch eher auf Duki Duki Panic. Weil ich kann mir da null vorstellen, was es dagegen kann. Und da bei Ghouls und Garbage habe ich schon ein bisschen Angst, dass es ein bisschen wie Ghouls und Goblins wird und das ist verdammt schwer. Eines der schwersten Spiele, die es überhaupt gibt auf den NES. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Also, im nächsten Part gehen wir dann in Brown Town zu Doki Doki Panic. Was wird das wohl werden? Kein Plan, aber ich freue mich irgendwie drauf. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.